Am 26. Juni 2021 wurde ein 13-jähriges Mädchen in Wien als erstes unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und dann umgebracht. Liebes Publikum, werte Jury, mein Name ist Viktoria Ebner aus der MS Reisner und ich möchte heute über das Thema Gewalt reden. Gewalt hat viele Gesichter. Sie kann verletzen und töten. Sie kann beleidigen und ausgrenzen. Gewalt kann durch Taten, aber auch durch Worte geschehen. Gewalt geschieht nicht zufällig. Diejenigen, die Gewalt anwenden, tun dies absichtlich und wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Für den, der Gewalt erleiden muss, ist es immer sehr schmerzhaft. Nicht nur, weil sie körperlich wehtut, sondern weil dabei auch die Seele verletzt wird. Ich glaube, wir haben uns alle schon mal gefragt, warum Menschen Gewalt ausüben. Die Täter machen es, um die Macht über den Menschen oder das Tier zu gewinnen. Sie wollen sehen, wie es leidet und keine Kraft mehr hat. Sie wollen die Kontrolle haben, ganz oben auf der Spitze zu stehen, ohne dass sie jemand runterreißen kann. Oftmals beginnt es mit Anzeichen wie Tierquälerei in jungen Jahren, bevor man Gewalt an einem Menschen ausübt. Es beginnt mit kleinen Tieren, wie zum Beispiel Frösche aufblasen oder Spinnen die Beine hinausreißen. Dann von Töten von zum Beispiel Fischen. Sie reißen ihnen die Flossen raus, werfen sie ins Wasser und schauen ihnen genüsslich beim Sterben zu. Falls sie sowas bei ihrem Kind bemerken sollten, wenden sie sich bitte an einen Arzt oder holen sie sich professionelle Hilfe. Eine Gewalttat habt ihr sicher alle schon mal gehört, nämlich die körperliche Gewalt. Zur körperlichen Gewalt gehören absichtliches Schubsen, Treten, Schlagen, Vergiften, Verbrennen oder jemanden mit einem Gegenstand, zum Beispiel einem Messer, zu verletzen oder sogar zu töten. Jede Frau und teilweise auch Männer haben Angst, alleine nachts auf der Straße zu gehen. Sehr viele haben Angst, dass sie mitgenommen, gefoltert oder sexuell belästigt werden. Man startet es mit Stalking, dass der Täter alle Schritte des Opfers verfolgt, bis das Opfer am perfekten Ort schnappt. Meistens sind die Täter selbst von psychischen Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen betroffen. Die Folgen des Opfers sind oft so stark, dass sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Sie haben Albträume, können deswegen nicht mehr schlafen. Sie haben Angst vor Geräuschen. Sie haben Essstörungen und vieles mehr. Viele bekommen deswegen Hilfe von Therapeuten, wieder den Sinn in ihrem Leben zu sehen. Eine sehr häufig unterschätzte Gewalttat habe ich noch nicht angesprochen, nämlich die psychische Gewalt. Psychische Gewalt ist eine Form von Gewalt, die ohne Schläge auskommt. Psychische Gewalt kann in verschiedenen Facetten und Strategien verübt werden. Ziel ist es dabei, in der Regel immer, die andere Person zu schwächen, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu verunsichern. Opfer psychischer Gewalt beginnen ihr Selbstbild zu ändern, das Vertrauen zu verlieren, sowohl in sich selbst als auch in andere Personen. Auch Kinder können Opfer psychischer Gewalt sein. Dies äußert sich dann beispielsweise in der Familie, in Ablehnung durch Eltern, in Liebesentzug oder im Erzeugen von Schuldgefühlen. Psychische Gewalt entsteht nicht nur aus irgendwelchen familiären Gründen, sondern auch oft wegen bestimmten Filmen, Serien oder Videospielen. Ein Beispiel ist die neue Netflix-Serie Squid Game. Dies ist eine sehr brutale Serie, in der viele Menschen getötet werden. Vielen Eltern ist egal, welche Filme oder Serien ihr Kind schaut. Da habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass es mit der Psyche ihres Kindes anstellt? Ein Beispiel ist eine Klasse mit Kindern eines Alters zwischen 10 und 12 Jahren. Sie haben alle die Serie Squid Game gesehen, spielen jetzt in der Pause ein Spiel und wenn jemand verliert, bekommt er eine Ohrfeige. Kinder dieses Alters sollten Spaß haben und sich nicht gegenseitig schlagen. Ich möchte euch damit klar machen, dass unsere Psyche viele Dinge nicht verarbeiten kann. Besonders bei uns Kindern, aber nicht nur da, sondern auch bei euch Erwachsenen. Ich hoffe, dass ihr mit meiner Aussage ein wenig darüber nachdenkt, wie schnell unsere Psyche negativ beeinflusst werden kann. Wenn wir gerade darüber reden, wie schnell unsere Psyche negativ beeinflusst werden kann, müsst ihr wissen, dass unsere Psyche sehr stark durch miterlebte Gewalt beeinflusst wird. Sehr viele Menschen leiden unter miterlebter Gewalt, so wie auch ich selbst. Meist handelt es um Gewalt in der Familie
oder wie Menschen Tiere quälen, was ich leider miterleben musste. Auch da haben die Täter oftmals eine schlechte Vergangenheit, was zu großem Alkoholkonsum führen kann, was dann diese familiäre Gewalt auslöst. Natürlich kann es auch ganz andere Gründe haben, warum Menschen diese Gewalt ausüben. Psychische Gewalt gegenüber Kindern kann aber auch in der Schule oder im sozialen Umfeld des Kindes vorkommen. Hier äußert es sich dann als Mobbing. Seid ehrlich. Wurde oder wird auf eurer Schule, in eurer Arbeit oder generell in eurem sozialen Leben schon mal eine Person ausgegrenzt oder schlecht behandelt? Ich glaube, jeder hier hat das schon mal irgendwo miterlebt. Aber wieso schreiten wir nicht ein und helfen der Person? Eines ist sicher, die betroffenen Personen können langfristige Folgen davon tragen. Denn man kann es nicht einfach so hinnehmen, jeden Tag aufs Neue schikaniert und runtergemacht zu werden. Nein. Mobbing-Opfer haben Angst, sie verfallen in Depressionen. Aber nicht nur das. Sie isolieren sich und wenden sich sogar von ihrer Familie und ihren besten Freunden ab. Wir haben die Wahl, unseren Mitmenschen zu helfen. Wir haben die Wahl. Die Wahl zu haben, klingt und wirkt meistens positiv. Aber es ist nicht so einfach, wie es scheint. Als einzelne Person fühlt man sich nutzlos. Nur zusammen können wir etwas gegen Mobbing und Gewalt bewirken. Zusammen sind wir stark. Danke für eure Aufmerksamkeit.